Und prompt geht es auch rein in die Messerrunde. Wir müssen also nicht allzu lange warten. Ah, da gegen einen sollten sie eigentlich sicher haben. Jawohl. TSV auf das Heim gewinnt die Messerrunde. Darf ich somit aussuchen? Stay or switch. T-Side, CT-Side. Und schon geht's los mit der ersten Runde. Wir sehen viermal Kevlar bei dem TSV Oftersheim. Dazu einmal Kit, Doppelflash auf der Walter, Around PC mit dreimal Kevlar, Deagle, P250, Smoke und einer Flash. Ja, man teilt sich so ein bisschen auf, stellt sich hier zweimal vor B ab, dreimal die rechte Tür sneaken. Na, unser Heiß hat die Info, dass im Main erstmal gar nichts. Wir lassen jetzt auf B natürlich ordentlich Aggression schieben. Slice lässt sich hier reinboosten in den Vent und der Walter Move sehen das natürlich kommen mit den USPs. Na, noch nicht gesetzt worden, der Frag. 2 HP wird rausgenommen. Der Walter muss traden. Überzahl haben sie. Bombe an der Tür oben. Und das sind Slice und Jason. Kommt Klaus, Bombe legen. Sicherheit. Ja, muss aufpassen. Main steht so heiß mit der USP. Ja, währenddessen vom Connector aus dem Z-Gang Slice 2 macht und dann sitzt auch der letzte Deagle-Headshot. Und die erste Runde geht erfolgreich an Allround-PC. Wir sehen beim TSV, Pistolen Kevlar, Doppel-Deagle, Doppel-CZ, einmal Flash, eine Smoke. Around PC bereits mit der AK, Galil, der Rest hat SMGs. Viermal A-Stack. Nur dahin verschlägt es Around PC erstmal nicht. Na klar, aimt hier Slice ein bisschen ab. Sim, die Mitte. Weasel, die B-Side. Traut sich da mal langsam ran. Man geht jetzt hier mal kurz in den Main Peak. Ja, weit hinten abcovert. Und jetzt eben die Info, dass hier Around PC erstmal auf dem langsamen Aufbau geht. Piri hört die ersten Steps vor B. Ein bisschen Rotation, wie hier geforst wird. Chase mit dem ersten Entry auf A. Molotov forced Tracer nicht raus, aber Slice sollte ihn eigentlich sicher haben mit der Jawohl, hat ihn auch. Arthur des Sperrangel weit offen. Währenddessen DeWalter, so heißt Piri, noch vor B mit Weasel beschäftigt sind. Ja, und jetzt eben Bombe ab auf die A-Side. Sim hat die Mitte. Weasel kommt hinten nach als Backup. Und wir haben eine 3 gegen 5 Unterzahlsituation. Wir haben kein Kit mit TSV. Nur die Pistols, kein Kevlar. Vielleicht schaffen sie es ja noch irgendwie, ein Strife Rex zu setzen. Piri, da muss da aufpassen und instant von Jason abgeholt. DeWalter hört die Steps vor B. Weiß, Heaven, CT, könnten sie überall rauskommen. Ah, Faith. Gesehen. Ein bisschen Set zu holen, schafft er nicht ganz. Und auch die zweite Runde geht hier erfolgreich an Allround PC. Nochmal der Vollpilk, eine Full Eco. Bevor es zur nächste Runde auch für den TSV auf das Time in die erste Byron geht. Immerhin eine P250 auf Piri. Eine Granaten Richtung Main. Molotov hinterher, damit sie nicht reinpieken können. Move in der Mitte. Und Weasel auf dem Weg Richtung B. Unterm Vent wartet Fraser. Schaut mal in die Smoke. Sieht da Weasel. Versucht die Close Distance mit der USB. Ein paar Shots gehen rein. Auch Piri fällt instant raus. Noch der Walter und so heißen. Die steppen beide auf der A-Side. Slice ist da. So heiß alleine, 1 gegen 5, macht ein bisschen Schaden, aber für mehr ist es dann einfach nicht drin.
3:0, also ein perfekter Start auf diese Map für Allround PC. Wenn es ein TSV auf der Seim hier noch ein bisschen warten muss. Vielleicht klappt's ja jetzt hinter ersten Byrons. Die Orb auf Piri, der Rest mit M4s, Kevlar, einem Defuse gibt ein paar Granaten in der Hand. Piri etwas offensiver vor der B-Side mit der Orb, hat hinten Fraser als Backup. Und Allround PC traut sich hier nur langsam ran. Erste offensive Smoke, Piri will reinpieken, kommt auf fast der Doppel! Fraser wäre noch da, instant geht's zurück, in der Force hat man rausgespielt. Hört die paar Granaten vor der B-Side. Bleibt hier weiter auf dem 2-2 Aufbau. Jetzt die Flashes vor B. Piri ist da zum zweiten. Fraser nicht mehr blind geworden. Auch Piri ist instant raus. Ja, die beiden Refrax fallen auf dem Pit. Trotzdem natürlich ein kleiner Vorteil für den TSV auf das Heim. Denn Weasel auf 14 Half Points runter. Sahai sneakt sich einfach durch. Schaut Richtung Side. So, holt sich Slice. Und die Info haben sie. Kommt, der Refrax ist da von Weasel. Beim Move pusht er einfach durch. Schießt zu zweit. Und Weasel hat 14 Half Points. Bombe ist offensiv gelegt worden. Weasel wird abgesmockt. Der Walter defuse durch. Move ist da als Backup. Und er natürlich sieht ihn einfach rauslaufen. Und endlich gibt's die erste Runde für den TSV auf das Heim. 1:3 heißt es. Natürlich heißt jetzt anknüpfen. Bloß nicht Allround PC wieder einen Vorteil des Rundengewinns geben, denn dann ist das Geld wieder weg. Beide Seiten mit einer AWP. Mitte, schnelles Morgen, schneller Molotow. Und Allround PC mit einem breiten Aufbau. Schaut Richtung Tür, Richtung B. Ja, gruppiert sich jetzt mit vier Mann. Schneller Molotow unter den Vent. Macht ein bisschen Schaden gegen P. Der brennt da ein bisschen an auf 70. Sneakt sich jetzt ganz langsam rein. Flashbang kommt gut. Piri für den ersten Shot. Ich muss da aufpassen. Piri versucht es weiter. Muss jetzt gucken, dass er nicht gepusht wird. Schafft das irgendwie zurück Richtung Side. So heißt es da. Fraser ebenfalls, aber noch sitzt. Der Vorteil ganz klar bei Allround PC. Drake, jetzt kommen rein unten. So heißt instantly Trade Frags, die gesetzt werden. Und wir haben Move und Evalter gegen Jason und Weasel. Granate macht ein bisschen Schaden. Weiß, CT-Spawn steht. Na, Brief hat ebenfalls ein bisschen die Smoke 60 Sekunden auf, also genug Zeit, um einfach mal Richtung A-Side zu schieben. Oder vielleicht mit Jason noch irgendwie den Vorteil auf B rauszuholen. Move, DeWalter. Das Ganze etwas defensiver an, währenddessen Jason weiterhin runden Richtung CT aimt. Die Bombe mit Weasel ebenfalls wieder nachschiebt. Move. Das Ganze vom Off-Angle aus. Guckt, jetzt crossen sie beide. Oh, die reihen sich fast hin auf trotzdem zu Shot nicht. Ray Walter muss trade, schafft es nicht. 1 gegen 2 Unterzahl. Retake mit der ersten Flash unten Richtung Headshots. Weiß, dass hinten Jason im Checker steht. Und oben spielt Weasel mit der Box. Der weiß, dass der Walter bereits durch ist. Steppt onside. Schaut nach links, nach rechts. Drop wieder runter und ist steppt. Natürlich haben sie gehört. Der könnte mal andefusen. Hinter der Box rausforsten. Tut er nicht. Das heißt, irgendwo links muss er stehen. Holt sich Jason, holt sich Weasel. Und der Retake, der ist komplettiert. Die Walter, der 1 gegen 2, das er schafft. Und die zweite Runde für den TSV auf das Heim. Auch bei Allround PC werden jetzt die letzten Geldreserven angezapft. Das reicht sich gerade durch den Bombenplant nochmal gerade so für AWP, Kevlar, die AKs und Granaten. Aber dann ist das Geld weg. Man muss aufpassen, dass man die Leonid sich ebenfalls... Oh, sonst könnte man sich nächste Runde wieder in der Pistoleco wiederfinden. Wir sehen diesmal einen etwas A-lastigen Aufbau in defensiven Seite von TSV auf das sein. Drei Mann stehen da, Mitte komplett offen. Und Fraser, Piri auf der B-Seite. Und da kommt die erste Flashschirme in. Move, dem Alter. Pieken mal rein, haben bisher nichts gesehen. Smoken sich offensiv ab. Währenddessen Allround PC noch in der Mitte wartet. Erste Smoke Richtung Asset. Also Mortovs, Flashes, Nades Richtung Mitte. Die ist komplett offen. Können sie einnehmen jetzt?
Und dann soll's auf den Ausblick gehen. Über Highway, über Tür. De Walter sieht die Granaten. Flash da mal rein. Könnte das Ganze ein bisschen delayen. Flash nochmal close. Hinten Auto steht. Sei es blind abgesmoked. De Walter schafft es nicht. Onside fallen sie beide. So heiß von oben. Im Bombnetter rausnehmen. Oh, das reicht nicht. Was ist da denn los? Überzahl für Around PC. So heiß pusht einfach durch. Holt sich jetzt endlich Weasel ab. Und sie stehen alle drei hinten vor Yellow und vor Main. Sim erfolgreich mit der Hacke gegen Piri. AWP ist raus und auf Fraser und Zaheist. Der kommt close, gegen ihn, da sind die beide. Zaheist zum ersten, zum zweiten reicht's nicht mehr. Aber Fraser hat die Info und Faith. Einfach nur komplett defensiv runterspielen. Bombe liegt für ihn, Fraser. Ja, schaut mal, macht die Tür zu. Hat ein Kit in der Hand, defused einmal an. Defused jetzt durch, Faith droppt runter. Spelldown sitzt. Und es gibt keinen Ausgleich. 4:2 für Around PC. Natürlich gibt es ein bisschen was nochmal sicher bei Around PC. Man weiß, dass jetzt bei dem TSA auf das keine Baron in der Hand ist. Wir sind also drei MAC-10s, um hier ein bisschen Geld reinzuholen. DSV mit der Deagle, CZ, zweimal Kevlar, zwei Flashes, aber mehr. Mehr ist einfach nicht drin diese Runde. Vielleicht schaffen sie es hier auf die Close Distance oder eben auf die Long Distance einen Deagle Headshot irgendwie eine Überzahl rauszuholen. Und wir sind im Aufbau Richtung Mitte, Richtung B. Ja, Fraser ist da. Hört den Step close, Weasel kommt, er macht ein bisschen Teamschaden, holt sich Fraser, sie holen sich Piri. Oben steht noch Move, der Deagle versucht zu den Headshots zu gehen. Und dann kommt der Heiß unten einfach raus, getrippelt, Move, keine Chance. Nice, Sieg in 5. De Walter, 2, 3 sind angeschossen, holt sich den ersten Mann raus. Trotzdem ist Sim und Slice, die beiden noch Full Life haben. Währenddessen bereits natürlich Slice die Mitte Z-Up aimt, dass der Walter da auf gar keinen Fall rausgehen kann. Hört die Steps. Alles den ersten ein bisschen durchcrossen. Shots gehen nicht ganz auf. Ein bisschen unglücklich für der Walter. Aber die Runde geht eigentlich sicher an Around PC. Nochmal eine Sparrunde beim TSV auf Dasheim. Eine Nate, zwei Flashes, CZ, Deagle, P250. Und gehen hier auf den 5-Mann B-Push, währenddessen Around PC mit 4, 5 Mann in die Mitte. Und vom Main steht im Backman auch, okay, VB ist komplett frei. Könnte sich hier also echt mal durchsneaken, vielleicht mit einem kleinen Backstep einen kleinen Vorteil rausholen. Kommen sie schauen, oben, Heaven. Oh, in der Luft rausgenommen. Move, sauberer Headshot. Trotzdem weiterhin Pistols gegen die Rifles. Natürlich ganz klar, Bombe ist gelegt worden. So heiß, auch er macht ein bisschen Schaden, aber Faith schafft es erstmal zurück. Granate, alles hagelt hier rein. Die Walter versucht es, Piri von der Tür aus. Wäre man 2 gegen 4 mit Peter 50 in USP. Piri droppt raus, Yellow steht, wie gedoppelt. Dem Alter. Ah, gegen vier Mann. Flash kommt rein. Zu zwei pushen sie ihn. Und da ist dann nichts mehr dran zu rütteln. 4 Runden Führung für Around PC. Der TSV auf das Heim. Jetzt in der nächsten Versuchsstellung hier die Ballround zu gewinnen. Wir haben die Orb bei Jason. Der TSV auf das Heim nur mit M4s, Kevlar, Granaten, Diffuse Kits. Keine Orb bei Piri. Und dann kommen sie. Ah, Weasel muss aufpassen. B-Push von Dreimann. Dreimann ebenfalls im Main drin von Around PC. Da eben steht die Walter bereit mit der Granate in die Smoke rein. Die pushen langsam raus, fangen ein bisschen Schaden. Aber er und Piri müssen hier irgendwie die Bombs halt halten. Sie lassen etwas zurückfallen, warten auf die Rotation, die jetzt reinkommt vom Team. Der Walter ist blind, Piri close distance. So, gerade zu den Shot gesetzt mit 2 AP. Ein Schuss und er ist weg vom Fenster. Und Weasel, ja, wollen sie machen die Frags. Piri kommt nochmal rum zum zweiten. Versucht es nochmal gegen Yellow. Weiß es, aber Weasel, aber
Ein Shot und er ist raus. Fraser mit dem Molotov. Forced Weasel raus. Der muss irgendwie runter. Brennt jetzt komplett down. Aber Sim und Jason, 2 gegen 1. Und dann sitzt die AWP. 7. Runde Allround PC. Die Byron beim TSA auf das Heim. Die ist erstmal nicht so ganz erfolgreich. Man muss also nochmal versuchen, hier mit Pistolen Kevlar irgendwie in dieser 10. Runde auszukommen. Dreimal Mitte, vielleicht langt das ja, um das Ganze zu halten. Und sich hier Counter boosten. Na, so heiß muss aufpassen, damit rechnet man. Faith, den Kopf oben gesehen. Hat die Info, schafft es nicht ganz aufs Dach rauf vom LKW. Jetzt hat das. Und dann sitzt natürlich der Headshot. 5 gegen 3, immer noch die Pistolen mit Käfer, die leben beim TSV Oftersheim. Aber bislang fehlen die Deagle-Headshots. Die Frags fehlen einfach. Der Walter alleine weiß, dass Main raus ist. Holt sich Slice mit dem schönen Klick. Und dann eben Main steht noch. Mitte steht. Ja, Smoke kommt rein. Und der ist natürlich jetzt auch noch ein bisschen einfach. Einfach sicher in Richtung Basin gehen können. Aim Mitte ab, aimen hinten CT ab. Steht Jason. Versucht es auf die Long Distance mit der Orb. Weiß, dass die Walter jetzt die AK in der Hand hält. Macht immerhin noch ein bisschen teuer für Around PC. Aber auch Faith, wenn er hier richtig schaut. Ein bisschen Glück. Dann sehen wir, ist auch da der Headshot ganz schnell gesetzt. 8. Runde für Round PC. Direkt die Führung in der ersten Halbzeit auf Cash. Und der TSO auf das sein. Ja, die Jungs müssen sich jetzt ein bisschen zusammenreißen. Jetzt haben wir die AWP bei Piri. Man teilt sich wieder so ein bisschen auf, geht auf ein 2-1-2 Hold beim TSV Oftersheim. Vielleicht der Boost für die Tür, die nicht ganz aufgeht. VB, Piri durch die Smoke erfolgreich. Der will noch einen haben. Der will noch mal reinpieken. Und könnte vielleicht auch gleich Erfolg haben. Kommt, biegt, holt sich Jason. Jawoll. Die Überzahl. Die 5 gegen 3 Überzahl. Und das alles ohne einen einzigen Refrag von Allround PC. Flashen jetzt rein. Faith ist nicht blind. Molotovs kommen Richtung Set. Auch hier kommen die Flashbangs rein von Allround PC. Erster Entry auf B, aber immer noch Fraser. Und Zaheis, die oben bereitstehen. Kommen, schauen Richtung Headshot. Kommt von oben Zaheis zum ersten. Zum zweiten reicht nicht mehr ganz, aber Fraser ist da. Das Ganze ganz einfach runtergespielt nach den ersten beiden Vorsprungen. Im ersten beiden Vorsprungsfracks von Piri. Jetzt heißt es anknüpfen. Vielleicht noch irgendwie die 7. Runde von der City Side holen, dass man mit einer Runde Abstand in die Halbzeit geht. Und diesmal Mitte etwas offensiver. Fraser so heiß, Move alleine auf der A-Side. Und auf B steht aktuell nur Piri. An dessen sich Around PC wieder für den A-Go bereit macht. Über Main. Ah, schön von Fraser in der Mitte, das Ganze aufgehalten von Weasel vor B. Info kommt, Flashbang ist nicht gut, Move kann den ersten setzen, den zweiten nicht, und Rotation ist schon da, so heiß durch die Smoke. Oh, der macht den Schaden gegen Faith und rein Shot setzen, tut er auch. Slice von Jason mit einer Flash für Set Bombe liegen, das ist jetzt wichtig, holt sich so heiß von der Seite. Und dann steht oben auf dem Heaven schon Fraser. Ah, sie kommen jetzt langsam Richtung Side gepusht. Smokes faden. De Walter, Piri, Close Distance mit einer Flash für Main. Und natürlich muss Jason aufpassen. Hat ihn aber gleich. Brennt ein bisschen an. Wird angeschossen. 9er B onside. Jason zum zweiten. Zum dritten diese Runde. Und Piri hat keine Chance mehr. Keine Chance. 9. Runde Allround PC. Und das Geld. Das Geld beim TSV auf das sein. Das ist wieder fast komplett weg.
Nochmal eine Sparrunde einlegen. Bisschen Geld sparen. Fraser mit Capri First Smoke braucht ebenfalls mal einen Bullet ab. Sim pusht da einfach durch, weiß, dass Zed steht. Fraser muss aufpassen. Wird da einfach gepusht von Sim. Er zieht einfach zurück. Mitte oben stehen sie. Der Walter Move von Yellow. Versucht mit Deagle mit der USB Long Distance irgendwie einen Headshot zu drücken. Die Shots gehen nicht ganz auf. Bislang es hat ein bisschen Schaden gemacht, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Slice auf 40, Sim auf 70, der Rest fast noch Full Life. Ich bin bereit, Mitte und vor der A-Side. Der TSA auf das Heim. Gerade eben da jetzt Cement aufgeschossen wurde, komplette Rotation Richtung B-Side. Das heißt, man muss auf Richtung Headshot, Smoke Richtung CT rein, zu dritt oben Fraser mit der USP, unten kommt der High, zwei Trade Kills sind da. Giri versucht, so fast der Doppel für ihn. Und es ist wieder der Walter. 1 gegen 3. Jason kommt ein bisschen zu spät in der Mitte, hätte ihn vielleicht gesehen. Und der Walter vielleicht mit einer Möglichkeit. Sim, runter auf 12 Health Points. Der ist One-Shot. Trotzdem muss er irgendwie hinten den Weasel raus und damit in den Shot fand ich komplett verraten. Wir wissen jetzt, wo er steht. Und dann reicht nicht mehr eine Kugel für Sim. Dritte Runde. Schaffen sie es, noch mehr als die drei Runden mitzunehmen? Der TSV auf das Heim? Vielleicht auf ein 5 zu 10 zu gehen? Oder aber schafft das vielleicht Around bis sie am Ende auf einen 12 zu 3 Halbzeitstand? Haut sich wieder breit auf. Richtung Main, Mitte, vor die B-Side. Der TSV auf das Heim wird zu zweit. Auf A, zu zweit auf B, in der Mitte so heiß allein gewesen, schiebt schnell rüber Richtung B-Side. Hat hier so ein bisschen die Prediction, dass es Richtung B geht. Piri ist blind, muss da aufpassen, sneakt sich langsam aus der Smoke raus. Flashbang ist gut, kommt close, Fraser ebenfalls einfach durch, aber Faith ist da. Piri ist terrific, instant ist auf Slice wieder close, um ihn zu refraggen. Zaheis, Move, De Walter. 3 gegen 4 Unterzahl. Zaheis mit der guten Position sieht Onset die Shots. Die kann sie wissen, wo er steht. Und damit 12 HP ist er direkt rausgenommen worden. De Walter, Move. Na, die Byrons zu gewinnen, der hätte sich optimal für den TSV auf das Heim. Na, wir sehen's. Das Aiming bei Allround PC. Das sitzt aktuell extrem gut. Und lässt den TSV auf das Heim hier gerade mal 3 Runden in der ersten Halbzeit holen. Letzte Runde in der ersten Hälfte. Der ist auf, dass man mit Pistolen, Kevlar, ein paar Granaten, einer MP9 auf Move. Mitte, Smoke, Granate. Er macht schon gut Damage an Sim. Der erstmal nicht rauskommt aus der Smog. Man geht direkt auf einen 4-Mann-B-Stack. Und lässt De Walter hier komplett alleine die A-Side halten. Das könnte unter Umständen vielleicht aufgehen, denn gerade jetzt ist Weasel raus. Es gibt die erste AK in die Hände von dem TSV auf der Side. De Walter alleine auf der A-Side. Ja, versucht's gegen Main, muss aufpassen. Highway kommt durch, so heiß von hinten mit dem Backstab. Und die Überzahl. 5 gegen 3. Allround PC kommt einfach nicht raus in Richtung Side. Vielleicht jetzt mit Jason. Oh Gott, so gegen Piri geflickt. Molotovs fliegen onside. Doppel AK bei Fraser, bei Move. Fraser ist da. Und onside Move holt sich fast noch den Slice. Sie kommen zusammen. Trade Kill ist gesetzt. Sim oben drauf. Und er weiß, er steht in der Smoke drin. Schaut nach links, schaut nach rechts. Ihn hinten stehen. Und dann ist der Spraydown gesetzt. 12 zu 3 Halbzeit für Allround PC. Der TSV auf das Heim. Die Jungs müssen sich jetzt zusammenreißen. Die brauchen jetzt auf jeden Fall die Pistol Round.
So, wir starten mit der zweiten Hälfte. Ich einmal Seiten getauscht. Beide Seiten mit dreimal Kevlar. Doppelsmoke. Doppel-Doppel-Flash beim TSO Oftersheim. Around PC mit dem direkten 4-Mann-A-Stack. Doppel-Smoke, Doppel-Flash. Ein Diffuse geht der TSV. Geht das Ganze schnell in die Mitte an. Kommt und da steht Jason. USB, Close Distance. Keine Chance. Ja, sind oben am Highway abgesmoked. Sie könnten jetzt eigentlich auf den B-Speed gehen, über Vent, über B-Side. Und da ist Weasel komplett alleine. Hört natürlich die Schüsse gegen den Vent. Hört die Steps ebenfalls. Info ist da und wir haben einen 4 gegen 5 Unterzahl-Retake. Und die Zeit rennt. Und Round PC, sie haben noch Smokes, eine Flash. Und sie haben ganz sicher das Diffuse-Kit auf Weasel. Und die Granaten, die kommen jetzt raus. Einmal Hochrichtung, und dann eben den Execute starten. Sie pushen durch. Weasel ist da. Erster Trade onside. Steht die Walter gesehen worden. Slice. Oh, die Shots, die sitzen. 2-1, 2-Piri versucht es alleine. Und dann kommt Slice mit der USB. Es hagelt Frick nach Refrick nach Refrick. Aber Allround PC gewinnt die Runde. Bombe kann defused werden. Und somit heißt es 13 zu 3. Der TSV auf der Seite muss aufpassen. Natürlich geht's nächste Runde die erste Barons, eben durch den Bombplant. Nein! Man geht jetzt in den Force Buy. Mit einer AK, einer MAC-10, Pistolen, Kevlar, Granaten. Geht diesmal auf den A-Split, über Main, über Tür. Wave, Slice. Ah, hat eine kleine Gap in der Sache, wo du das Ganze erstmal nicht sehen kann. Aber die Info ist da. Flashbang kommt rein. Tür pusht einfach raus. Wave von oben kann zum ersten Mal traden, zum zweiten reicht's nicht mehr. Wieder Unterzahl-Retake für Allround PC. Sim brennt ein bisschen an, muss ein bisschen zurückgehen, muss schauen. Jason, Weasel, beide vom Auto aus. Und diesmal haben sie eben die AK auf Move und der muss jetzt die Headshot setzen. Dann kommt er close. De Walter schafft es gegen Jason. Sim weiß Bescheid. Yellow steht. Weasel kommt mit close. Sim. Na, Drake sitzt. Die muss die Pistol ausweichen. Das reicht ja nicht. Weasel alleine. Gepusht, gepreet an der Wand. Kommt gegen drei Mann. Und da hat auch er erstmal keine Chance. Die Byrons. Die Byron beim TSO auf das Heim geht auf. Jetzt eben die Chance, vielleicht ein bisschen was gut zu machen. Ah, Mitte der Diegel, Sim vielleicht. Ah, Move mit der Granate. Macht natürlich ein bisschen Schaden. Pistolen only gegen die Rifles, gegen die SMG von Zahis und Piri. Reicht das? Doppel-Diegel, Triple Peter 50. Pusht jetzt einfach Reckless auf B drauf, holt sich Jason ersten Entry auf der B-Side, sie oben versucht zu traden. Ja, die Smoke geht auf und von daher kann er erstmal nichts mehr sehen. Wieder die Unterzahl. 4 gegen 5. Diesmal haben sie kein Diffuse-Kit, was ihnen vielleicht das Ganze retten könnte. Sie warten auf die Rotation von Slice über den T-Spawn. Und dann eben zusammen. Diesen Retake vielleicht noch irgendwie zu starten. Oder aber man geht hier komplett auf die Exit-Fracks. Waffen mitnehmen. Vielleicht irgendwie eine AK erbeuten. Und dieser Solo-Exit-Frack von Slice geht mich auf gegen die Galif und Fraser. Der Rest überlebt. Immerhin Doppel-Deagle, Peter 50, was sie hier durchbringen in die nächste Runde. Mehr war nicht drin. Und wir haben ein 13 zu 5. Eine Chance. Für den TSV Oftersheim hier nochmal Runden gut zu machen, bevor es dann nächste Runde wieder in die Byround geht. Bei Allround PC.
Wieder Pistols only. Paar Granaten in die Mitte. Horsa Heiß hat da erstmal kein Glück. Überzahl ist rausgespielt, während es sich ebenfalls Fraser holen. Move kannst du mir erstmal traden. Die Walter ist da. Farmers Long Distance. Und Sinded Eagle. Na komm, versucht's auch nochmal gegen die Walter. Und dann ist es Jason oben vom Main, der auch den Schaden gegen Piri macht. Und die Möglichkeit ist da. Denn Faith braucht nur einen einzigen Shot gegen Piri setzen. Die Walter muss jetzt nachschieben. Und es ist nur noch Sim. Und natürlich sichert sich erstmal die AK. Sim sneakt sich oben Highway hoch. Schaut Richtung Side, Richtung Red. Ah, Piri jetzt gesehen, oben im Sprung. Der Walter kann erstmal Red up aim, währenddessen Piri natürlich hinten Richtung Side schaut. Kommt Close Distance und dann sitzt ein Headshot. Sechste Runde für den TSO auf der Time. Jetzt. Die erste Byrons. Die erste Full Byrons. Für Allround PC. In der zweiten Halbzeit. Wir haben auf beiden Seiten AWP bei Jason und bei Piri. Der Rest mit M4s bzw. AKs. Einer Farmers bei der Walter. Granatentechnisch der TSO auf der Time. Ganz klar im Vorteil. Und Round PC mit zwei Defuse-Kits auf Sim und auf Faith. Da, TSV auf das Heim. Wieder mit dem A-lastigen Aufbau über Main, über Tür. Sim kommt schon direkt nachgeschoben. Und dann kommen die ersten Granaten raus. Fraser pusht da einfach durch. Ja, und da muss er aufpassen. Ich bin Sim auf die Long Distance mit der M4 darf jetzt nicht rausfallen. Die brauchen jeden Mann, den sie haben. Und Faith ist weiterhin defensiv oben drauf. Holt sich gerade so Fraser, weiß, Quad steht. Main steht, überall könnten sie durchkommen, aber Faith holt den zweiten Mann durch. Jawohl, es ist eine Chance. 3 gegen 3, Drop drunter, der Walter hängt das Ganze erfolgreich ab. Jason mit der Orb, bisher nicht erfolgreich, weiß, dass immer noch Tür steht. Weasel, ein bisschen in Richtung Main geschaut. Sie haben aktuell kein Kit, das müsste man erst aufnehmen. Jason schaut Richtung Main, Flashbang ist gut, schießt mal rein. Weasel switcht auf die Arca, defused jetzt mal an, sie kommen beide raus, fällt on. Ah, sitzt nicht ganz gegen Piri. Muss auf die USP wechseln. Das ist die siebte Runde für den TSV auf der Heim. Die Jungs scheinen jedoch nochmal alles von sich abzuverlangen. Haben jetzt ganze 4 Runden in Folge geholt. Und bei Allround PC, da scheint es aktuell nicht mehr ganz so gut zu laufen. Wieder Pistol, Low Equip Runde, zweimal Kevlar zu, Deagle, P250s, eine CZ. Und auch hier diesmal ein 4-Mann A-Stack. Dann ist der TSV auf das am ersten Breit aufbaut. VB, Mitte up-aimed, Booster, Main, Tür up-aimed. Haben bislang beide Seiten noch ohne viele Infos. Natürlich die Schüsse, die hören sie, das ist ganz klar. Aber viel mehr gab es erstmal nicht. Immer noch 60 Sekunden. Sim allein in der Mitte. CZ. Dann lassen sich VB, Zahais und der Walter langsam rantasten Richtung Warmside. Und auf A alleine Move mit der Smoke Mordhoff ein bisschen Stress macht. Natürlich sieht die Schüsse in die Smoke, kann man schon mal ansagen. Auch Sim schiebt wieder rüber. Und die B-Side, die ist komplett offen. Das ist der 5 gegen 5 Retake. Move. Aimt hinten noch ab, kommt spät. Schaut jetzt nochmal rein Richtung Mitte. Holt sich Faith. Jason hinten auch noch. Und die Runde, die ist erstmal komplett vorbei. 13, 8 und noch 5 Runden, die hier zwischen Allround PC und TSV auf das Heim liegen. Man geht auf die Doppel-Op. Slice von Jason. Jason will erstmal nicht offensiv VW peaken, währenddessen sich das Sim und Faith etwas näher in Richtung Counter-Boost bewegen. Ja, Sim geht nach oben.
Schaut mal. Hört den Step von DeWalter unterm Boost, aber auch die Mitte rauskommen. Und das ist eben genau die Info, die fehlt. So, kommt zum ersten. Drake sitzt nicht auf. Fraser holt sich beide. Und Weasel kann erstmal nicht traden, er muss aufpassen. Jason alleine auf der B-Side. Und der bekommt gleich Besuch von 4 Spielern vom TSV auf der Seite. Brennt zum Glück erstmal nicht an. Schaut Richtung Checkers vor die B-Side. Nice Push da raus, holt sich so heiß. Es ist Piri. Piri in einem 1 gegen 3. Bombe liegt offen. 50 Sekunden. Natürlich gehen Onshides und Slice und Jason mit der Doppel-Op. Piri kommt vor, hat sich kurz gezeigt. Und Slice, ja, hat den Shot sicher. Endlich! Endlich! Eine weitere Runde in der zweiten Hälfte auf der City-Side für Around PC. Jetzt heißt es anknüpfen. Wenn ein TSV auf das sein, die Jungs haben noch ein bisschen Geld auf der Bank. Also nächste Runde gibt es nochmal die Byrons. Und dann wäre eben Allround bis auf 15. Slice offensiv hinten Richtung Tür, holt sich Move raus. Hinten pushen sie aus, Main durch. Faith hat die Info. Kommt von der Bombsite, sie macht schon komplett Fokus Richtung Tür. Faith reicht nur für einen. Slice. Ja, sie den crossen, sie haben trotzdem die Untersatz. 2 gegen 4. Piri und DeWalter. Flashbang Richtung Auto. DeWalter pusht einfach durch, schafft es nicht gegen Weasel. Und alles liegt an Piri. Aber Slice ist schneller. 15 zu 8. Ganze 7 Map Points und Match Points für Allround PC. Mal schauen, ob der TSO auf das MS hier vielleicht nochmal irgendwie was rausreißen kann. Dann geht er viel Triple Hop bei Around PC. Der TSV muss also aufpassen. Bloß nicht auf die Long Distance fighten. Versuchen sich mit Smokes close ranzustellen. Mitz wird bereits eingenommen von DeWalter. Molotov in dem Event. Ab Richtung Whitebox. Nur die Frage, wo geht's hin? Geht's Richtung A? Richtung B bekommt eine Flashback für Highway. Sind die rein? Oh, schafft das irgendwie weg aus dem Set? Der TSO-Aufgabe ist schon nicht entschieden. Hier stehen noch alle 5 Mann mit dem Fokus Richtung Mitte. Slice hält hinten vom Auto aus. Wir sehen Jason schon im Toxic und Mitte. Sim nur defensiv. Also sie können Mitte viel Platz annehmen. Main können sich aufstellen. Tür können sich aufstellen. Aber eben vor B. Nur maximal in Richtung B-Connector. Und die Zeit, die wird langsam kritisch. 40 Sekunden auf der Uhr. Und der TSV Oftersheim muss sich jetzt entscheiden, wo es hingehen soll. Richtung A, Richtung B. Mitte hat man eingenommen. Und das scheint halt so, als ob es in Richtung A-Side geht. Eben über Highway mit DeWalter, der Rest über Main. Dort stehen aktuell nur Sim und Slice. Und Sim ist schon angeschossen worden auf 40. 22 Sekunden. Flashbang für Main. Molotov abgebrochen. Slice biegt. Ja, Smoke liegt. DeWalter kommt close. Kassiert ebenfalls einen Schuss durch die Wand. Aber Slice ist da. Bombe ist down am Yellow. Oh, das ist unglücklich. Molotov forst die raus, währenddessen die Bombe erstmal aufgenommen werden kann. Aber die Zeit, das könnte ganz schön knapp werden. So heiß alleine und die Zeit ist vorbei. Und das war's dann. Good game, well played. Around PC gewinnt 16 zu 8 gegen den TSV Oftersheim.